Hallo liebe Buchfreunde, Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung von der Basari Buchhandlung. Heute präsentiere ich euch das Buch Das Gebet eines Gläubigen im Lichte von Koran und der Sunna. Autor dieses Buches ist der bekannte Sheikh Abu Yusuf Riyadul Haq. Dieses großartige Werk wurde publiziert vom Ilm Verlag, ist gebunden in 224 wissensreichen Buchseiten als hochwertige Hardcover-Auflage und wird angeboten zu einem Ladenpreis von nur 12 Euro. Worum geht es in diesem Buch? Dieses feine Buch dokumentiert die authentische Art und Weise des Gebets, wie es im Buch Allahs und in den Ahadith seines Gesandten, Allahs Frieden und Segen seien auf ihm, dargestellt ist und wie es von den rechtschaffenen Vorfahren der besten und frühesten muslimischen Generation verstanden und praktiziert wurde. Es behandelt dieses Thema auf eine beweiskräftige Weise und stützt sich auf eine gründliche Untersuchung der relevanten Verse und Ahadith. Den Lesern wird ein detaillierter und ausgewogener Einblick in die Quellen gegeben, welche die Mujtahid-Imame und Rechtsgelehrten der Hanefitischen Universität konsequent und unter der renommierten Gelehrtenschaft mit aufrichtiger Bemühung studiert haben, um dem Befehl des Propheten, Allahs Frieden und Segen seien auf ihm, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt, auszuführen. Dieses Buch ist für alle Muslime, die gerne eine einfache, aber ausführliche Anleitung für das Gebet hätten, ein essentielles und unverzichtbares Hauptwerkzeug. Es ist auch für diejenigen geeignet, die eine gründliche und fundierte Analyse dieser fundamentalen Säule des Islams erhalten wollen. Inhaltlich ist das Buch auf drei Fundamenten aufgebaut. Im ersten Teil wird das Gebet kurz und knapp beschrieben, genau gesagt auf 8 einfachen Seiten, vom Eröffnen bis zum Beendigen des Gebets. Im Teil 2 wird nicht nur der praktische Ablauf des Gebets beleuchtet, sondern vor allem die Frage, warum beten wir so, beantwortet. Hier unterstreicht der Autor jede Handlung des Gebets authentisch aus dem Koran und der Sunna durch die Beweisführung der hanefitischen Rechtsschule. Und im dritten Teil des Buches findet man alle anderen Themen rund um das Gebet. Der dritte Teil beantwortet wirklich alle anderen, besonderen Fragen rund um das Gebet und betrachtet zum krönenden Abschluss ebenfalls die Sichtweisen der schafiitischen, malikitischen und hanbelitischen Rechtsschulen. Und abschließend lässt sich feststellen, dass der Autor es immer wieder schafft, die doch sehr geringen und feinen Unterschiede der Rechtsschulen unter einem gemeinsamen Dach auf Basis von Respekt und Zusammenhalt zu vereinen. Doch wer genau ist dieser Autor? Es ist Sheikh Abu Yusuf Riyadul Haq. Er machte 1991 in Bury, Großbritannien, seinen Abschluss in Darul Ulum al-Islamiyya, wo er seine Ausbildung im Koran, Hadith, in Arabisch und in islamischen Studien abschloss. Seit seinem Abschluss engagiert er sich aktiv in der Dawa und in der Verbreitung von Wissen. Und zurzeit ist er sowohl der Imam und Khatib der Birmingham Central Masjid als auch ein Lehrer von Hadith, Arabisch und islamischen Studien in Madinatul Ulum al-Islamiyya in Kidderminster, Großbritannien. Er hat in vielen Moscheen und in unterschiedlichen Orten eine Reihe von Themen unterrichtet, einschließlich Koran-Tafsir, Hadith, Aqida und Fiqh. Viele seiner Aufnahmen werden von Islamic Sharia Institut verbreitet und sind vielerorts erhältlich. Ich bin froh und dankbar, dieses Buch gelesen zu haben und kann euch, liebe Bücherfreunde, nur ans Herz legen, diesem Buch seinen verdienten Platz in euren Bücherregalen zu reservieren. Zu bestellen ist dieses Werk ab sofort unter www.basari.de. Ich verabschiede mich bis zu unserer nächsten Buchvorstellung mit dem besten Gruß, mit dem Gruß der Paradiesbewohner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.